So, Freunde, wir sind wieder zurück. Mega Man 7 steht auf dem Programm. Im letzten Part haben wir hier diese böse Gewitterwolke platt gemacht. Dieses Mal geht's an den nächsten Gegner. Der hier oben sieht für mich mit Abstand am gruseligsten aus, hier der Kristallmann. Das wird wohl der letzte sein. Das hier unten sieht aus wie ein Turm und das wie ein Stier. Wir fangen mal hier an, würde ich sagen. Wir hatten letztes Mal schon Glück, dass wir einen relativ humanen... Ach du Scheiße, Junkman. Was ist denn Junk? Ich kenne nur Junkfood, aber ich weiß nicht, was er ehrlich gesagt darstellen soll. Aber wir gucken jetzt erstmal. Ready, go! Was ist das da oben? Der kann keine Wandsprünge, ne? Gut, alles klar. Das wollte ich nämlich auch nochmal wissen. Habe ich hier nämlich letztes Mal nicht drauf. Super. Ich liebe diese Sprünge einfach nur abgöttisch. So gar nicht. Geh weg. Ach du Scheiße, Viecher. Eklige Krabbelviecher. Eklige Krabbelviecher. Das ist echt nicht schön. Dann warte ich da mal überlegen, was haben wir. Ich bin gerade überlegen, was das hier für ein Level sein kann. Zwischengegner. Block. Block. Super. Super. Ich stell mich dumm an. Ich bin dumm. Nicht mehr, nicht weniger. Leben. Oh, awesome. Awesome, Bitches. Yay. Geil. Ach, du heilige Macaroni. Lava. Diese Sprünge, ne? Höp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles richtig schöne Instant-Kills. Wie man es von Mega Man kennt, da wäre ich beinahe verreckt. Habt ihr gesehen? Nein, ich wollte konnte dran vorbeirutschen und das habe ich nicht geschafft. Und ich habe schon wieder ein Leben bekommen. Was ist los, Mike? Ich traue dem Gegner nicht. Wir nutzen mal hier. Guck mal hier. Wash. Keul! Yay! Guck mal, kann ich dir von dir abknallen? Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Ja, und jetzt? Wie komme ich denn an dem Viech vorbei, bitte? Ja, nein, wie komisch seid ihr. So. Ha. Ist ganz skillig. Höp. Oh, nein, ich hab's. Nee, das ist zu weit hier. Und jetzt. Ja, so nicht. Höp. Gut, es hat wieder nicht funktioniert, weil er blöd man sich nicht festgehalten hat. Oh, Mega Man. Echt. Junge. Hä? Nein, nein. Und schon wieder nicht. Oh, ist das schön. Oh, ist das... Ach, Leute. Sag mal, wollt ihr mich jetzt total verarschen? Das ist doch lächerlich. Das ist doch nichts weiter als nur lächerlich. Dass ich diese Treppe hier nicht hochkomme, ne? Weil der Mega Man so doof ist, sich festzuhalten. Nein, das ist zu weit. Jetzt. Das sieht gut aus, ja? Hep! Oh, halt dich doch fest! Warum hält der Penner sich nicht fest? Wo ist sein Problem? Meine Güte, ich raffe es nicht. Geht doch. So, nochmal. Einmal noch. Komm, Mega Man, das schaffst du. Geht doch, ey. Wurde auch Zeit. Geschafft. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Das erschließt sich mir gerade gar nicht. Da ist irgendwas. Da kommen wir mal. Wir gehen mal mit dem Washcoil mal hin. Und boiojojong. Gucken wir mal. Hallo. Ja. Kann dir vielleicht unsere Technik was bringen? Nö. Ja, dann haben wir hier halt nix, okay. Geht's weiter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht sehr verdächtig aus, aber offenbar irgendwas, was nur verdächtig aussieht, aber nicht mehr ist. Was ist das? Ein Wurm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war... Boah, das Kackbratzenviech.
stirb. So, Mistkrabbe, du. Rolle, 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 rolle. Ja, war klar, dass er da treffen kann. Da gehen wir mal konsequent dran vorbei, weil mit dem Viech will ich nichts mehr zu tun haben. Mit dem Blödmann. Da kommen wir gar nicht rein, ne? Guck mal hier. Seht ihr das? Höh! Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich will das Muster von dem Viech erkennen, okay. Was macht er jetzt? Aha. Kloop. Tust du was? Kloop. Dumm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott, der hat mich beinahe getötet. Da oben ist irgendwas, das will ich haben. Ich hoffe auf Energy. Please. Ja, gut, Wash Energy. Ist auch okay, ist auch okay. Kann ich mit leben. Du stirbst einfach mal einen grausamen Tod und ich bleib stehen. Das ist gut. So, und gib mal irgendeiner bitte ein bisschen Energie da weg. Ich war über sehr verpflichtet. Ja, so nicht. Boss-Time! Ich würde vorschlagen, wir gucken erstmal, ob er eine Schwäche hat. Also, so viel Energie müsste ich noch haben, um ihn die Schwäche rauskitzeln zu können. Hoffe ich mal. Ein Müllmann. Erinnert mich an Dustman. Ja, daneben. Okay. Beweg dich, Mega Man. Danke. Ne. Okay, also er hat keine Schwäche. Gut. Tot. Gut. Alles klar. Wie viel Leben haben wir denn noch? Nein. Ich glaube, mit L und R ging weiter, ne? Ja. Drei Leben. Oh, komm. Das muss ja wohl zu packen sein. Auf jeden Fall war es nicht seine Schwäche. Aber ich habe ihn auch irgendwie nichts abgezogen. Das Gefühl. Ha! Okay. Geht das auch? Geht das mal kaputt? Ja, und jetzt bleibe ich wieder hängen. Hallo? Nein! Nein! Na, vielleicht ziehe ich dem jetzt ja was ab. Ah! Ah! Guck mal an! Guck mal einer an! Guck mal einer an! Das ist ja interessant. Höchst interessant. Und tschüss! Guck mal einer an. Ja. Yay, die Müllabfuhr hat's bereinigt. Müllmann wurde besiegt. The Junk Shield will protect the user with rotating spheres, right? No, light. So much damage before they are destroyed. Ja, das ist mir klar. Das habe ich mir schon gedacht. Ein Shield. Mir wird natürlich wieder nicht gezeigt, wie das Schild funktioniert. Das finde ich mal ziemlich schade. You get Junk Shield. Oh yeah. Gut. Was ist das denn, Dr. W? Komme ich nie drauf, ne? Ne, da kann ich nichts machen, wenn ich auf dieses Dr. W gehe. Okay, das war's. So, nächste Mal. Nächster Boss. Ich würde sagen, vor diesem Part reicht es. Ich bin echt zufrieden mit mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.